Seit über 30 Jahren gibt es in der Stadt Bern das Netzwerk der gesundheitsfördernden Schulen. Alle Volksschulen sind ein Teil davon. Aber warum hat die Stadt Bern so ein Netzwerk? Um das zu verstehen, machen wir zuerst eine kleine Zeitreise. In den 80er und 90er Jahren war die Schweiz mit einem unvorstellbaren Drogenelend konfrontiert. Pro Jahr sind bis zu 500 junge Menschen an Drogenkonsum und AIDS gestorben. Die Stadt Bern war mit dem Kocherpark besonders stark betroffen. Politik und Gesellschaft waren komplett überfordert. Die Schweiz ist weltweit aus der Drogensumpf wahrgenommen worden. Um diese gewaltigen Probleme zu lösen, hat man neue Wege gesucht. Mit der Vier-Säulen-Drogenpolitik hat die Schweiz international neue Maßstäbe gesetzt. Der Berner Gemeinderat hat 1992 Prävention zu einem wichtigen Schwerpunkt erklärt. Alle Kinder sollen so früh wie möglich erreicht und gestärkt werden. Das war die Geburtsstunde des Netzwerks. Der Aufbau des Netzwerks hat sich am Konzept der gesunden Schulen der Weltgesundheitsorganisation WHO orientiert. Das bedürfnisorientierte Konzept bewährt sich bis heute. Wir schauen uns jetzt genauer an, wie das Netzwerk organisiert ist. Das Herzstück des Netzwerks sind Lehrpersonen in der Rolle der Koordinatorin vom Koordinator für Gesundheitsförderung, kurz KGF. KGF werden auf ihre Rolle vorbereitet und in ihrer Funktion gestärkt. Sie besuchen Weiterbildungen beim Gesundheitsdienst. Sie leiten an der eigenen Schule ein Gesundheitsteam und sind in regelmässigem Austausch mit anderen KGF. Über 50 Lehrpersonen sind in der Rolle der KGF aktiv. Mit ihrer Arbeit erreichen sie rund 11'500 Kinder und Jugendliche sowie 1'500 Lehrpersonen und rund 50 Schulleitungen. Alle KGF werden von einer Fachstelle koordiniert und unterstützt. Die Koordinationsstelle befindet sich im Gesundheitsdienst. KGF sind Multiplikatorinnen und Brückenbauer für das Thema Gesundheit an den Schulen, knüpfen Kontakte innerhalb der Stadtverwaltung und im Quartier. So ist ein pulsierendes Informations- und Kommunikationssystem zwischen Schulen, Verwaltung und Quartier über die ganze Stadt hinweg entstanden. Auch die Schulleitungen sind zentral für die Umsetzung einer erfolgreichen Gesundheitsförderung und Prävention. Gemeinsam mit der KGF und der Koordinationsstelle werden thematische Schwerpunkte definiert. Diese Schwerpunkte finden Eingang ins Schulprogramm und sind verbindlich. Dieser strukturelle Rückhalt ist für die Arbeit der KGF enorm wichtig. Er garantiert zeitgemäss an Konferenzen oder Aufträge für Weiterbildungen und Projekte. KGF setzen jährlich rund 200 Projekte an ihren Schulen um. Aktuelle Themen sind dabei genauso wichtig wie bereits eingeführte und bewährte Programme. Die Herausforderungen verändern sich. In den 90er Jahren hat Angst vor Drogen und AIDS die Massnahmen an den Schulen geprägt. Heute sind es der Umgang mit den digitalen Medien oder die psychische Gesundheit. Jede Generation hat ihre spezifischen Herausforderungen und Themen. Die Wirkung des Netzwerks ist von 1997 bis 2004 wissenschaftlich evaluiert worden. Der Zusammenhang von Bildung und Gesundheit ist zum Ausdruck gekommen. Die Schule gleicht soziale Gesundheitschancen aus. Das Schulklima ist der wichtigste Einflussfaktor. Schulen mit einem guten Schulklima haben präventives Potenzial. Die Erkenntnisse aus dieser Studie haben schweizweit ein grosses Echo ausgelöst. Jetzt war klar, die Investition in Gesundheitsförderung und Prävention an den Schulen lohnt sich. Alle übernehmen gemeinsam Verantwortung für ein gutes Schulklima. Das bringt Wohlbefinden, Gesundheit und Zufriedenheit mit sich. Die Schule soll ein freundlicher und sicherer Lern-, Arbeits- und Lebensort sein. Das führt zu mehr Lern- und Leistungsbereitschaft. Das Engagement der Stadt Bern für Gesundheitsförderung und Prävention ist schweizweit einmalig. Im Laufe von rund 30 Jahren sind alle Volksschulen freiwillig dem Netzwerk beitreten. Die gewachsenen Strukturen zeigen es eindrücklich. Das Ganze
ist mehr als die Summe seiner Teile.